Bald schön hinter die Schulter. Und jetzt rollt ihr einfach mit kreisenden Bewegungen mit dem Ball. Und schön oben im Schulterbereich bleiben, bei den Schulterblättern. Und ruhig ein bisschen auch drauflegen auf den Ball. Also nicht nur so hoch und runter, sondern schon ein bisschen Druck ausüben. Hat jetzt jemand gesagt, das tut weh? Ja, dann macht ihr das richtig. So, jetzt geht ihr auf halbe Höhe bei der Brustwirbelsäule. So richtig schön hin und her schieben. Jetzt nehmt ihr den Ball in eins eurer Augen. Nein, das Auge da unten. Ihr habt da unten zwei Augen. Wir fangen mit einem Auge erstmal an. Richtig reinlegen. Und damit ihr da Druck erzeugen könnt, nehmt ihr das Bein hoch. Also dort in dem Auge, wo das, ne? Da das Bein hochheben. Und dann so jetzt das Becken nach hinten schieben, so dass ihr da richtig nix. Schön stehen bleiben und Druck ausüben. Nix tun. Nur rumstehen, Becken schön nach hinten kippen. Bein hoch. Nein, das, wo der Ball im Auge ist. Lässt du mal dein Bein oben? Ja, aber es war nicht in meinem Auge. Der Ball mal. So, jetzt dürft ihr in der Position Hüfte kreisen. Bein bleibt oben. Bein bleibt oben. Natürlich siehst du doch, wie das geht. Ja. Okay, ihr wechselt das Bein. So, erstmal nur Druck ausüben. Hüfte nach vorne kippen, dass ihr hinten noch dichter an der Wand seid. Bein oben lassen. Aber natürlich. Und schön die Hüfte kreisen. Gut, ne? Kann ich das auch, wenn ich ein Bein hochhebe? Okay. Ihr dreht euch hinten einmal um und jetzt nehmt ihr den Ball an die Hand und schiebt, bis der Unterarm ausgerollt ist und wieder runter. Also hochschieben, den Arm lang nach oben schieben, so die Hand und dann auf den Unterarmansatz und wieder runter. Nee, frontmäßig. Ja, und richtig schön hoch bist du. Sehr schön machst du das, Christine. Richtig schön nach oben ausrollen. Thank you.
So, Armwechsel. Und langsam.